Schweigen. Mit durchsichtig bleichem Papier bespannt, darauf wenige japanisch anmutende Schriftzeichen, stiehlt ein Rouleau aus Bambus dem vergehenden Tag das leise Licht der anbrechenden Abendröte. Voll war der Tag, geschwängert vom Duft der Betriebsamkeit, durchzuckt vom feinen Schauder des Aufbrechens und des Ankommens, die eiligen Pflichten erledigt, vollkommen der gewissenhaften Tätigkeit hingegeben. So erfüllt kann der Mensch sich des Abends eines Schweigens erfreuen, das ihn ganz und gar zu durchdringen vermag. Weniges kommt diesem Schweigen gleich, eine Tasse feinen Tees, verständig gebraut, oder ein Schluck guten Weines vielleicht. Doch das satte und zufriedene Gefühl vom allmählichen Verstummen des inneren Zwiegesprächs, das noch lange dem verflossenen Tag nachgehen will, stellt sich nur langsam und zäh ein. In der Stille spielt die Hoffnung, und ihr Spiel ist leise und beherrscht, so wie ein begabtes Kind die kostbare Violine zärtlich streichelt, die ihm der Lehrer zum ersten Male behutsam anvertraut.